Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mir vom Rossmann meine Box abholen können. Und zwar ist das so eine Essence-Surprise-Box. Make every woman of the world feel beautiful anytime. Ja, ne? Also wenn du Bock drauf hast, dir mit mir zusammen den Inhalt dieser Box anzuschauen, einen Teil davon auf mein Gesicht zu klatschen und den anderen Teil an dich zu verlosen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das war meine Einleitung, oder? Ja, also wir gucken uns die Box mal ein bisschen genauer an. Hier steht auch noch drauf, eine Reborn Box, also das ist eine recycelte Box, finde ich cool. Sieht so ein bisschen aus wie diese Glossy Box, Pink Box, ne? Wie diese Beauty Boxen halt. Und ja, hier steht das gleiche wie hier, was ich gerade schon vorgelesen habe. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, hey, wir sind übrigens eine Produktfamilie, Catrice Essence und Love. Ja, ne, das gehört alles irgendwie zusammen. Dann öffnen wir das Schätzchen mal. Hier kommt erstmal so eine, ich wollte gerade Zutatenliste sagen, so eine Inhaltsliste, wo zum einen drauf steht, was halt die Inhaltsstoffe sind und zum anderen, mein Freund fängt gerade Kochen an. Also wenn ihr irgendwas brutzeln hört, es ist ein Sauerbraten. Das macht er. Genau. Es sind zwar zwei Türen dazwischen, aber naja, was soll's. Naja, und hier steht drin, wo das gemacht wurde, wieso das empfohlene Offenheitshaltungsdatum ist und so weiter. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich behalte Produkte immer so lange offen, bis sie einfach nicht mehr gut riechen oder nicht mehr richtig performen. Das ist so, ne, so lange behalte ich Produkte offen. Meine Haut ist sehr freundlich, also die kann viel ab. Ich habe jetzt nicht so die Probleme bislang damit gehabt. Also muss jeder für sich selber entscheiden. So, ich zeige euch mal, wie das hier so aussieht. Ne? Also hier seht ihr dann das pinke Papier, was man auch von den Beautyboxen kennt. Dann auch so ein paar Produkte, die schon rauslinsen. Ich gehe mal kurz rüber und mache ein paar andere Zwischentüren zu, damit wir das Gebrutzel hier nicht mehr hören. So, jetzt sollte es besser funktionieren. Ich habe es... Was zum Henker ist hier los? So, jetzt sollte es aber funktionieren. Ich habe es wie folgt geplant. Und zwar werde ich einmal die ganzen Produkte aus der Box rausnehmen und mir hier hinstellen. Und dann werde ich das so kategorienmäßig euch zeigen. Und dann mit den Produkten, die ich quasi behalten werde, euch einen Fullface schminken. Und das, was ich nicht verwende, wird an einen von euch verlost. So der Plan. Also die Box kann oder konnte man bei Rossmann online für 24,95 Euro kaufen. Habe ich gemacht, habe ich zugeschlagen, habe ich auch auf Instagram gepostet. Also ich hoffe, dass jeder, der diese Box haben wollte, sie auch tatsächlich bekommen hat oder noch bekommen kann. Das weiß ich nicht. Die war nämlich limitiert. Dann ist es so, dass da Produkte drin sein sollen. Ich glaube so 21 Produkte im Gesamtwert von 69,20 Euro. Bin ich wirklich gespannt. Da muss da ja schon ordentlich was drin sein, ne? So, ich quatsche schon wieder so lange. Ich packe mir den Haarreifen hier auf meinen Kopf drauf und los geht's. So, dann gucken wir mal, was sich hier in dieser Box verbirgt. Also, ja, ich werde das so machen, dass ich euch die Produkte zeige. Dann mache ich quasi einen Schnitt und dann habe ich das Produkt auf meinem Gesicht. Das geht dann ein bisschen schneller. Ich laber nämlich so viel. Also, wir fangen mit zwei Augenbrauenprodukten an. Hier. da habe ich einmal Style Your Brows. Das ist ein Eyebrow Stencil Set. Okay, da gucken wir mal. Also hinten sind so Schablonen drauf. Wähle eine Schablone, die zu deiner Augenbrauenform am besten passt oder wähle den Style, den du an diesem Tag tragen möchtest. Lege die Schablone über deine eigene Braue und fülle die ausgesparten Stellen mit dem Essence Augenbrauenprodukt. Entferne die Schablone anschließend und korrigiere eventuell Fehler. Zupfe die Härchen, die sich oberhalb der bemalten Fläche befinden. Am besten zupfst du ausschließlich in die Wuchsrichtung der Haare. Genieße deinen neuen Augenbrauenstyle. Zupfen werde ich nicht, ich züchte. Sieht zwar manchmal ein bisschen irrselig aus, aber ich züchte. genau, und als nächstes Produkt habe ich hier, da bin ich jetzt ein bisschen ängstlich, muss ich gestehen, Eyebrow Designer, und zwar Plump It Up ist die Farbe. Ja, hat hier so ein Bürstchen vorne dran zum Ausbürsten. Die Farbe finde ich interessant. Ne? Ich mache mir das mal drauf. Ich habe mich übrigens für die Größe Regular entschieden. Es gibt auch noch
Small und Full. Aber ich habe jetzt mal so das Zwischending genommen. Mal gucken. Also zunächst mal, die Teile sind cool. Die machen eine schöne Form rein und helfen einem wirklich gut. Aber Entschuldigung, was ist das bitte für eine Augenbrauenfarbe? Erstens, ja, es ist Karneval. Ja, es passt in der Theorie zu meinem Haarreif. Aber das ist doch alles andere als alltagstauglich. Also dieses Produkt wird von mir nicht weiterverwendet, weil ich brauche keine roten oder lilafarbenen Augenbrauen. Ich finde das äußerst merkwürdig. Nee. Nee. Mensch. Nee, das ist nicht schön. Aber diese Augenbrauenschablonen werden auf jeden Fall bei mir weiterverwendet. Und vielleicht traue ich mich auch mal von Regular weiterzugehen zu Full, also zu dicker. Dann wenden wir uns jetzt mal dem Augen-Make-up zu, also dem Lidschatten-Look. Du hast hier in dieser Box zwei verschiedene Paletten drin. Das sind diese beiden hier. Diese hier werde ich weitergeben, also in diesem Video verlosen. Das ist von Essence All About Grace, die Eyeshadow-Palette. Ich muss sagen, diese Töne habe ich schon wirklich zu Genüge und brauche sie nicht. Eigentlich bräuchte ich wahrscheinlich auch nicht die How to Make Bright Eyes Make-up Box, aber ich finde sie einfach unheimlich schön. Und ja, hier sind die Produkte drin. Das sind sechs verschiedene Farben. Ein nudiger Look könnte es werden, oder ich nehme das Rot. Und dann geht es ein bisschen mehr ab. Dann hast du hier irgendwie noch einen Spiegel drin und was zum Rausziehen. Guck mal, da steht dann drauf, wie man quasi den Look schminken könnte. Das sind zwei verschiedene. Einmal kann man sich schminken Daily Bright Eyes Look und den Glamorous Bright Eyes Look. Und ich werde mir beide Looks schminken und dann gucken wir mal, ob die wirklich so unterschiedlich aussehen. Mal ganz ehrlich. Sehr dezent, sehr, sehr dezent. Und siehst du einen Unterschied? Ich sehe keinen. Das hier sollte die Seite mit dem Glamorous Bright Eyes Look sein und das die Seite mit dem Natural Bright Eyes Look. Also von den Lidschatten her sehr, 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 sehr schwach pigmentiert. Ich meine, okay, die roten Augenbrauen bei mir reißen eh alles raus, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, schminkt euch das nach. Deswegen habe ich jetzt auch nicht das so für euch abgefilmt, weil das ist echt nicht sehenswert. Ne? Das ist jetzt nichts Aufwendiges gewesen. Und vor allem ist das Ergebnis jetzt auch nicht wunderschön, dass ich euch das zeigen würde. Cool finde ich eigentlich diese Farbe Natural Beauty. Die hat mich eigentlich angefixt. Ne? Aber wenn ich die auch so swatche, sieht die viel schöner aus als auf dem Augenlid dann tatsächlich. Also die habe ich hier auch auf dem Augenlid. Hier sieht die total schimmernd aus, total schön. Entschuldigung, fast schon Gold, aber auf dem Auge verschwindet das auf einmal. Das ist echt traurig. Ich habe das sogar mit dem Finger aufgetragen, ne? Siehst du nichts von. So, und was ich hier auch auf beiden Seiten in der Crease habe, ist dieser Rotton, aber der ist niemals so auf dem Auge. Ich habe den vier, fünf Mal geschichtet, aber da kam einfach nichts. Der Swatch ist bombastisch, ne? Also jetzt auch nicht so ultra stark pigmentiert, sehr fleckig, aber schon derbe, ne? Aber wenn du das auf dem Auge siehst, nix. Also das war echt traurig. Ich hoffe für euch, dass auf jeden Fall die All About Grace Palette besser pigmentiert ist und schöner auf dem Auge performt. Naja, aber das finde ich echt schade. Also ja, es ist sehr natürlich, aber die beiden Looks unterscheiden sich jetzt so null und ich finde, das ist auch relativ einfallslos aussieht, ne? Gut, die kannst du dann gut mal mitnehmen, ne? Da sind halt die sechs Farben drin. Da kannst du dich unterwegs mit schminken. Aber gut. So, ich mache mir jetzt mal eben kurz, weil es nicht in der Box mit drin war, Eyeliner und Mascara drauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Mascara und Eyeliner habe ich jetzt relativ dezent gehalten, weil es halt auch nicht mit in der Box war. Leider eigentlich, weil gerade von Essence hätte ich jetzt gedacht, da kommt noch irgendwie eine Mascara mit rein. Aber gut, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar ist das hier Color Correcting. Die Palette werde ich verwenden, weil es halt nur Puder ist. Nur zum Color Correcting. Als Concealer nehme ich mir einen anderen, weil das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Hier hast du die verschiedenen Töne. Das ist grün, das ist gelb, das ist orange und das ist lila. Lila, also eher so die wärmeren Töne wie lila und orange, sind eher so dafür da, um halt Augenschatten zu korrigieren, also so dunklere Schatten. Und das Grün ist für Rötungen da, also immer so mit diesem Komplementärgedöns. Ich trage mir das jetzt auf und dann sehen wir uns sofort wieder.
Das Color Correcting sitzt. Es ist halt ein Puder, ne? Es lässt sich schön auftragen, aber ich denke einfach, dass wenn ich jetzt eine Foundation oder Concealer drauf mache, dass das irgendwie verschwinden wird. Ich weiß nicht, ich traue dem Braten noch nicht so ganz. In der Box waren kein Concealer und keine Foundation. Das heißt, das mache ich mir jetzt nochmal separat drauf und dann sehen wir uns sofort wieder. Ja, dafür verwende ich von Essence die Insta Perfect Liquid Makeup Foundation und von Love den Effectiful Concealer Pen. Also, wo ich jetzt die Foundation drüber habe, ich finde, man sieht jetzt die Rötung ganz, ganz minimal noch durch. Also, gerade hier, das ist ja immer so mein schwieriger Punkt, sage ich mal, ne? Ja, aber ansonsten werde ich glaube, diese Color Correcting Palette in Puderform nicht weiter verwenden. Ich denke, auch die wird in einem Trash-Päckchen, wie auch immer, weiter wandern. Das ist leider nicht meine Art, wie ich Color Correcting mache. Ich brauche das dann wirklich richtig derbe. Also, ich hatte ja schon die von Bella Pierre, die Palette, oder die habe ich. Die finde ich super toll. Die von der lieben Jana aus dem Tauschpaket, die muss ich noch probieren, die muss ich noch testen. Aber auch das waren Cremetöne. Also, das war richtig cremig von der Konsistenz her. Ja, aber als Puder, das gefällt mir nicht. Damit kann ich einfach nicht gut umgehen. Deswegen kommt das auf jeden Fall demnächst mal in ein Trash-Päckchen rein. Aber ja, halt genau wie der Augenbrauenstift, ne? Naja, egal. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Produkt, was hier in der Box mit drin war. Und zwar die Strobing and Contouring Palette. Die finde ich ganz interessant. Das hier sind alles so Cremetexturen, cremigere Texturen. Und dann gucken wir mal, was wir damit zaubern können. Joa, Creme-Kontur gesetzt. Ich habe dafür jetzt einfach mal den, ja, Ton genommen, wo ich dachte, der könnte wo passen. Das ist der hier unten gewesen. Den habe ich mir hier hingegeben und auch hier an den Haaransatz, hier unten auch runter. Genau das gleiche auf der Seite. Und ich habe versucht, meine Nase zu konturieren, aber ich finde, ich habe sie irgendwie größer gemacht. Das ist bekloppt. Nase konturieren braucht kein Mensch. Naja, ja, das ist eine coole Palette, die werde ich behalten. Da werde ich auf jeden Fall hoffentlich auf jeden Fall meine Freude daran haben und sie auch mal öfters verwenden. Ich musste mich erst ein bisschen rantasten, weil ich halt nicht so der Ultra-Kontur-Mensch bin. Das habe ich noch nicht so oft gemacht. Und ja, aber ansonsten finde ich, dass es auf jeden Fall ein schönes Ergebnis gegeben hat, beziehungsweise es hat ein Ergebnis gegeben. Das finde ich auch gut. So, als nächstes habe ich hier immer noch nicht gesettet, aber das mache ich sofort. Denn ich habe hier noch was drin. Und zwar ein Puderpinsel. Ja, das ist einfach der Powder Brush von Essence. Den nehme ich jetzt hier mal raus. So sieht der aus. Und ja, der ist wahrscheinlich, weil der halt jetzt in Form war. Wenn ich den wasche, wird der wahrscheinlich hier oben etwas fluffiger sein und etwas kompakt, also fluffiger und kompakter, also quasi nicht so flach, ne? Also dann wird es halt rund werden. Und perfekt dazu passend habe ich Correct to Perfect CC Multi Benefit Pearls. Die sind hier drin. Die riechen sehr frisch und sind wirklich in allen bunten Farben. Also es ist quasi so eine Art Color Correcting nochmal mit dabei. Ja. Trage ich mir jetzt ein, ich muss sowieso meinen Concealer so langsam mal setten und ja, ne? Ja, also das sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Das ist ein wirklich schönes Produkt, hat sich sehr, sehr schön auftragen lassen. Es macht richtig Spaß, mit dem Pinsel reinzugehen, zu rühren und dann dieses Klimpern von den Perlen zu hören und dann das auf das Gesicht aufzutragen. Es riecht schön, es verleiht einen schönen, ganz, 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 ganz leichten Glow und ein schönes Finish. Also das gefällt mir richtig gut, das Puder. Der Pinsel ist mir ein bisschen zu klein. Ich mag das lieber mit einem längeren Stiel, aber den kannst du auch gut mit auf Reisen mitnehmen. Das heißt, der wird auf jeden Fall verwendet werden, noch weiterhin als Puderpinsel oder Blushpinsel oder Bronzerpinsel oder als Pinsel, Pinsel. Als Blush habe ich hier Blush Ball. Der ist sehr, sehr hell, ne? Der ist wirklich sehr hell. Steht da irgendwie drauf, dass man den direkt gebackenes Rouge, seidige Textur einfach aufzutragen. Also hier steht jetzt nicht drauf, dass man den. Kann man den einfach so auftragen? Ich meine, von der Form her lässt er das ja vermuten, ne? Ich glaube, das soll man so machen. Ich probiere das mal. Also, ich finde, das Rouge ist eher so ein Highlighter fast schon, ne? Also, ich kann euch nicht empfehlen, das so aufzutragen, weil es dann sehr, sehr schwer wird, das zu verblenden. Ich würde es dann halt mit dem Pinsel aufnehmen und dann auftragen. Aber ihr seht ja, es ist halt eher ein Glow, ne? Und ich finde, dass es jetzt auch nicht irgendwie rötlich wirkt. Also, das
Das fehlt mir dann halt. Also ein Rouge muss für mich auch wirklich ein bisschen rötlicher sein. Und wenn ich den jetzt noch weiter aufbaue, dann hat er nicht nur dieses seidige Finish, sondern dann glänze ich wie die Fee von Schlag mich tot. Also ich sehe ja sowieso heute aus wie eine Fee mit meinen komischen roten Augenbrauen, die aber irgendwie doch zum Look passen. Ich weiß es auch nicht. Das ist gerade so eine Hassliebe, die sich so entwickelt. Ja, also ich würde es tatsächlich mehr aufbauen, aber. Naja, das ist halt eher so wie so ein Highlighter. Aber ich weiß es nicht, wie so ein Zwischending. Ihr seht es ja auch in der Kamera. Ich glänze und glänze, ne? Sieht irgendwie ganz niedlich aus. Aber ich persönlich würde es halt rot-röter mehr mögen. Deswegen mache ich mir jetzt auch tatsächlich noch ein unabhängiges Rouge drauf, damit ich halt wenigstens so aussehe, wie ich mich gerne hätte. Ja, aber ja, ein interessantes Produkt, was ich aber eher als Highlighter verwenden werde. Einfach, um mich ein bisschen wohler zu fühlen, habe ich hier aus der Hey Cheeks Palette mir hier ein bisschen Rouge und ein bisschen Bronzer aufgetragen. Einfach, damit ich mich wohler fühle, weil ich habe mich doch ganz schön noch todesweiß gefühlt. Ja, ne? Auch ein Essensprodukt, aber nicht hier in der Box gewesen. Nee, nee. So, ich möchte mich highlighten, denn das fehlt noch. Da könnte ich jetzt hier aus dieser Strobing and Contouring Palette einen Ton nehmen. Was nehmen wir denn da wohl? Du hast hier natürlich so ganz, ganz so einen weißen. Ich weiß jetzt nicht, ob der was macht, ne? Ja, kann man als Highlighter durchgehen lassen. Aber wäre jetzt nicht so was, was ich jetzt so als Highlighter benutzen würde. Ich bin da ja eher für die pudrigen Texturen. Aber für jetzt lassen wir das erstmal so. Also ich finde, dass mein Gesicht sehr, sehr reflektierend aussieht. Also durch den Blush sehr reflektierend. Dann der Lidschatten wirkt auch sehr reflektierend. Also ich wirke wirklich sehr reflektierend. Wie eine Fee heute, Leute, wie eine Fee. So, jetzt haben wir auch die Finger sauber gemacht. Und jetzt gucken wir uns mal die Produkte an, die in Masse, sage ich mal, in diesem Paket drin waren. Und zwar habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lippenprodukte. Fangen wir an mit dem Shine, Shine, Shine Wet Look Lip Gloss. Der wird definitiv in die Verlosung wandern, denn ich habe schon einige Lipglosse und da kann der auf jeden Fall auch weg. Diese Lippenfarbe Vibrant Shock Lip Paint finde ich wunderschön, habe ich aber schon. Auch der wird in die Verlosung wandern. Auch nochmal Vibrant Shock Lip Paint in einer anderen Farbe. Das ist jetzt die Farbe Twisted Sister. Der wird auch in die Verlosung wandern. Das hier ist ein matt, matt, matt Lippenstift. Wunder, wunderschön. Also von der Verpackung her gefällt der mir richtig, richtig gut. Aber das ist eine Farbe, ne? Das ist die Farbe 02. Die habe ich schon so oft da. Also der wird auch weiter wandern. Und hier habe ich eine Lippenpalette. Die wird jetzt auch weiter wandern. Das ist die Lips Go Wow Palette. Ja, Show Him Your Style. Das sind vier verschiedene Farben. Die gebe ich euch auch mit in die Verlosung. Denn ich habe mich entschieden, dass ich dieses eine Lippenprodukt hier behalten werde. Das ist der Sheer and Shine Lippenstift in der Farbe 16. Und so sieht er aus. Ja, ich habe den schon in vielen Farben da, aber ich liebe diese Farbe. Das ist einfach meins. Also ich mag dieses dunkle, diese sehr, sehr, sehr geile dunkle Farbe. Und jetzt mache ich mir den mal eben drauf. Irgendwie ist die Farbe deutlich heller als das, was hier so drauf ist, oder? Naja. Ist aber nicht schlimm. Ich finde die Farbe trotzdem schön und sie fühlt sich richtig schön leicht auf den Lippen an. Das muss ich wirklich sagen. Das ist eine schöne Geschichte. Schaut euch auf jeden Fall mal die Sheer and Shine Lippenstifte von Essence an. Kann ich euch ans Herz legen. Fast geschafft. Also, mein Gesicht ist in dem Sinne jetzt schon fertig geschminkt, aber ich habe noch ein paar Produkte, die ich mit in die Verlosung gebe, die jetzt auch in der Box drin waren. Da habe ich hier einmal den Essence Out of Space Stories Nail Polish. Der war mit dabei. Ich benutze ja keinen Nagellack und vor allem auch nicht so einen pinken, weil ich halt nur was auf meinen Füßen trage und nicht auf meinen Fingern, weil da ist ja Gel-Nagellack und das ist die Farbe 04 Beam Me Up. Der kommt mit in die Verlosung. Dann habe ich hier noch eine Palette. Ich mache immer so, weil von diesem pinken Krüppelpapier sind da immer noch so Flusen drauf. Essings. So, das ist quasi eine Mix-Palette, Mix and Match Your Look-Palette. Weiß ich jetzt nicht, die Mixing Zone scheint dann hier wirklich oben auf dem Deckel zu sein, wie auch immer. Ja, die war auch mit dabei. Das kannst du entweder fürs Gesicht nehmen oder für die Augen oder für die Lippen. Keine Ahnung, cremige Texturen, die nachher pudrig werden, steht hinten drauf. Und dann habe ich noch hier so einen Kofferanhänger mit drin gehabt.
Mag ich jetzt eigentlich ungern rausnehmen, weil der noch original hier drin ist, ne? Also hier siehst du das auf jeden Fall. Das ist so ein Mintfarben-To. Das ist so eine Mintfarbe und das ist ein Kofferanhänger und ich kann nicht mehr reden. So, und hier siehst du es nochmal in der Box drin, was ich da für dich dann reingelegt habe, was du in dem Video gewinnen kannst. Ja, was du dafür tun musst, steht alles in der Infobox drin. Im Prinzip ist es nur darauf hinweisen, sei es durch ein Hashtag oder durch direktes Sagen, hey, ich möchte gerne teilnehmen, dass du halt dran teilnehmen möchtest, genau. Und ja, ansonsten alles steht in der Infobox. Schau einfach mal vorbei. Verlosungen gehen bei mir immer ungefähr 4 Wochen, es sei denn, das sind irgendwelche Sachen, irgendwelche Abo-Boxen oder so, die schnell halt irgendwo auch verschickt werden müssten. Ja, ansonsten war es das. Ich weiß nicht, was findest du von diesem Look? Was meinst du dazu? Ich bin mir da noch nicht so ganz so sicher. Mit den Augenbrauen muss ich ganz ehrlich sagen, die Form gefällt mir richtig gut. Das heißt, diese Formviecher werde ich auch weiterhin verwenden. Aber diese Farbe, die passt zwar, aber die sieht doch irgendwie merkwürdig aus. Naja, ansonsten vom Gesicht her, ne, das ist halt dieses leicht schimmernde hat, gefällt mir unheimlich gut. Das finde ich sehr natürlich, sehr angenehm, sehr gesund. Die Lippenfarbe finde ich intensiv, aber schön. Ich mag gerne intensive Lippenfarben. Ja, und die Lidschatten sind ganz niedlich, aber jetzt kein Must-have für mich. Muss ich gestehen. Ja, Ansonsten würde ich einfach mal sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu den ganzen Style and Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Hier unten meine Playlist zu meinen Hauls. Und auf dieser Seite, da oben, kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!